Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale. In diesem Video gibt's oder werde ich die Finals der Woche 3 in den World Cup Online Open casten. Es ist dieses Mal ja so, dass man den ganzen Spielern, die jetzt mitspielen, nach 7 Minuten nach Matchbeginn zugucken kann und dann ist hier immer ein roter Punkt hinter und da kann man den immer zuschauen. Falls ihr in Zukunft auch öfter Fortnite eSports sehen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo und Like da, wäre auf jeden Fall extrem nice. Und ich würde sagen, wir starten dann in die erste Runde rein und gucken hier direkt Mr. Savage zu. Matchverlauf zuschauen, die Runde. Und man kann sogar auch hier allen anderen zuschauen. Eine Runde schon auf dem ersten Platz. Wie gesagt, erst nach 7 Minuten ist das Ganze möglich, dass man den zugucken kann. Auf jeden Fall ein sehr schwitziger Gegner. Hat hier eine Falle platziert. Das ist ein taktisches Saver. Weiß ich jetzt nicht unbedingt. Auf jeden Fall hier intenses Game. Er spielt natürlich auch gegen die besten 3000 Spieler Europas. Sachen kann er noch bauen. Danach ist er hat er nichts mehr. Beide tanzen hier. In einer Minute muss er einmal sehr, sehr weit moven. Spielt hier viel mit dem Granatwerfer und dann immer über die Treppe und jetzt ein richtig schöner Granatwerfer hält. 105 Schaden. Mit den Stinkies direkt weiter auf pressuren. Der Gegner jetzt wahrscheinlich so bei circa 50 Leben. Könnte auf jeden Fall extrem kritisch werden. Für den. Und die Frage ist jetzt natürlich, wo der bereits slow geschossene Gegner hin ist. Eine schöne Trap. Solary Hunter. Wurde damit gekillt. Zweiter Kill in der Runde. Jetzt ein extremer Hit. So ein Damage auch noch. Und dann ist er down. Ghost Camo da unten. Baut hier über einem gegnerischen Feld. Kleine Turtle. Nochmal direkt Ghost Armor rüber. Ordentlich Metz. Leben nicht mehr ganz so gut. Loot auch nicht wirklich gut. Er ist natürlich Controller-Spieler. Trotzdem einer der krassesten. Auf jeden Fall eine extrem krasse Lobby. Camo in der Runde, Riskology in der Runde, Zwetschke in der Runde, Secret Milan war auch in der Runde. Landboy. Auch Solary Spieler. Ich finde auch gut, dass hier überall Leben und von denen stehen. Sonst noch welche. Osen ist doch auch ein guter Spieler. Ansonsten. Ja, auf jeden Fall sind da schon eine Menge. Sehr, sehr guter Spieler. Panther Legends. Ascology immer noch bei 0 Kills. Hier sehen wir auf jeden Fall schon eine Menge Gegner. 51 Spieler in einem sehr, sehr kleinen Zone. Vierte Zone finde ich auch ganz gut. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass das dort auch steht, welche Zone gerade ist. 4 von 9.
Ammo mittlerweile bei einem Kill. Ist jetzt in die Zone gemoved. Wieder full Shield, full life. 117 Materialien. Und da hat er schön aufgesprayt mit Scar und MP. Und hat den Kill bekommen. Perfekt in der Zone. Hier auf jeden Fall der zweite Kill für ihn. 44 Spieler immer noch in dieser extrem winzigen Zone. Wird möglichst viel zu eigenen Wänden und so gebaut. Und dann wird sich hier auch direkt der Loot genommen. Gerade stirbt keiner. Fünfte Zone schon. Da hören wir Dynamit, welches auch extrem ekelhaft ist. Jetzt für zwei habe ich ein Mini genommen. Natürlich lagen direkt vor ihm auch noch die Minis. Und wieder direkt einen Shot kassiert. Hier auf jeden Fall keine Movement-Items. Bis auf die Impulse-Nades. Und jetzt natürlich ordentlich Zone-Damage. Er wollte zum Rift gehen. Allerdings war das hinter einer Wand noch weiter. Und direkt ein schöner Hit mitgenommen. Mit einer Impulse-Nade. Schöner Play. Und es bringt natürlich wieder die Leben vom Sturm zurück. Hier hören wir Unmengen an Kuglern. Aber auf jeden Fall, dass von der Lautstärke, der Lautstärke des Spiels ganz gut passt. Und 121er Shot directly wieder. Ich glaube, das ist wirklich seine Stärke. Endgame oder generell im Endgame macht man die meisten Kills eigentlich immer. Da unten sehen wir auch Zwetschge. Ja, den Trick benutze ich auch häufig. Immer so kurz in die Zone gehen. Ich kenne wirklich viele Namen hier aus der Runde. Weil ich sonst nicht genau immer, wie viele da aus dem deutschsprachigen Raum kommen. Und diese Runde ist einfach mit Ballern zugespammt. Und dann wieder schön mit der Silent Scar. Die natürlich am Anfang auch immer sehr, sehr genau ist. Schön weggesprayt. Achte Zone schon. Hier überall die Baller, die extrem nerven. Und unten nochmal ein Shot kassiert. Und noch 53 Leben. Die Baller sind einfach diese Runde unglaublich nervig. Ich meine, hier drin sind locker 5 Baller und die boosten eben halt alles hier an Gebäuden auf. Und noch ein 176er Hit. Mitgenommen den Kill. Den nächsten auch direkt wieder mitgenommen. Baller müssen irgendwie zerstört werden, weil sie eben halt alles zerstören. Konfetti wurde damit auch eliminiert. Die Baller sind eben halt unglaublich nervig weggeriftet. Camo immer noch unten. Nur noch bei 31 HP, 5 Eliminierung schon. Von Ghost Camo, oder? Ja. Ghost Camo hat Raskology gekillt. Fetchke wurde jetzt auch eliminiert. Dann gucken wir nochmal schnell zu Ghost Camo rüber. 6 Kills. Gameplay natürlich. 6 Kills ist auf jeden Fall krass. Nicht mehr allzu viel zum Bauen. Leben natürlich noch ordentlich Spieler. Der Kill wäre natürlich rein theoretisch wichtig gewesen. Und da hat er keine andere Chance, natürlich außer runterzuspringen.
da er sonst so oder so verloren hätte. Krasse Runde natürlich, 6 Kills für ihn. War nicht auch schon mal okay, viel zu sehr. Range. Ordentlich jetzt ging da rein. Trotzdem war es kein Kill. Ein Rift to go verbleibt. Den er jetzt auch natürlich used. Ein Sohn-Tick, glaube ich. 50 lieb nur noch. Ein Heal-Off wird damit schwierig. Allerdings Full Shield. Sohn wandert hier wirklich einmal komplett entlang. Army Warprex immer noch unten, der sehr, sehr viele Kills haben muss. 4 Kills. Und er wurde gekillt. Von Fledermäus. Direkt der Gegner in ihm drin. Damit müsste er auch schon 3 Kills haben. Das, was ich mitbekommen habe. Und verbuggt die Anzeige. Kann man jetzt nicht sehen. Und da ist der nächste direkt wieder. Fledermäus hier mit ordentlich Punkten aus der Runde. Pusht ihn auf jeden Fall wieder ordentlich hoch im Ranking. Sechs Spieler noch. Unten nicht abgestaubt. Kein Zone-Hit. Schön oben im High Ground vorgebaut, um keine Mats zu verschwenden. Wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen runtergehen. Der Spieler immer noch. Jetzt. Letzter Gegner und 2 Kills nochmal mitgenommen im Endgame. Und damit ist der Sieg auch schon da. Er replaced hier auf jeden Fall so ziemlich das ganze Loot Deck Building. Hat immer noch 150 Sachen, die er bauen kann. Dementsprechend 500 Materials von ihm. Das ist auch hier bei Loot Lake mitten im Quad. Und dann ist das Quad auch down. Da ist Zwetschge direkt. Baut sich hier sein Turtle. Benji Fisch hier auch 2 Kills. Ja, warum Mr. Savage den klassischen Reflex-Skin hat und Benji Fische diesen schwarzen. Da hinten ist auch Amar. Im Kugler. Allerdings hat der Kugler nicht mehr allzu viele Leben. Hinten Chinken. Alle hier beieinander. Mr. Savage. Mr. Savage ist jetzt wirklich direkt neben ihm. Ich glaube, er ist sogar direkt über ihm. Ja. Amar wurde gekillt. Ich spielte natürlich auch gegen krasse Spieler. Aber es ist eben halt auch schon eine Leistung, überhaupt ins Finale zu kommen. Gehört man ja trotzdem zu den besten 3000 Spielern Europas. Sohn ist noch ein bisschen, wieder viele im Brawler. Jede Runde. Nehme ich auf jeden Fall möglichst wenig Materials. Hat auch nicht mehr viele. Und noch 19 Buildings, die er bauen kann. Und ist jetzt down. Wechseln wir mal wieder zu Mr. Savage. Ein Kill.
Hat einen Slurper getrunken. Bitte mit auch, glaube ich, Full Healed. Kein Zone Damage. Nutzt jetzt wahrscheinlich das Jump Pad. Ist direkt in der Kuglermasse drin gelandet. Hier wirklich schwierig, bei so viel Brawler noch den Überblick zu behalten. Jetzt einmal selbst mit einer Pyramide wieder eingebaut. Nimmt 20 Zone Damage mit. 40 Zone Damage. Das kann natürlich dann irgendwann sehr, sehr kritisch werden. Erster Hit daneben. Allerdings danach schöner 210er Headshot. Zwei Kills schon. Allerdings nichts oder kaum mehr etwas zum Bauen. Macht er jetzt? Was war das? Internetverbindung abgebrochen. Hatten wir auch schon 5 zusammen. Beziehungsweise, er hatte ja beim die ersten beiden Male auch schon irgendwie mindestens. Ja, das hätte jetzt auch Wallhack sein können. Er hat wirklich dreimal quer die Wand geschossen. Aber wie gesagt, der Observer-Mode ist teilweise noch ein bisschen verbuggt. Aber größtenteils ist er eigentlich schon wirklich ganz gut. Oder ging ordentlich Damage rein. AR-Laser war real und nochmal connected. Der unten ist low. Nur noch wenig zum Bauen. Sehr wenig. Kill wäre sehr, sehr hilfreich. Wäre an seiner Stelle, glaube ich, ein bisschen in Low Ground gegangen. Sonst macht er gleich nichts mehr. 9 Materials nur noch. 0 Materials. Schöner Shot auf jeden Fall. Eben halt ohne etwas, ohne Materials hat man da eine sehr geringe Chance. Die finalen Standings sind jetzt da. Die meisten kenne ich tatsächlich nicht, die qualified sind. Hier Luki Tick auf dem ersten Platz, generell eigentlich relativ knapp mit dem zweiten Platz. Cooler Left Eye kenne ich auch nicht, aber auf dem dritten Platz Fledermäus. Deutsche Spieler hattet ihr vorhin auch schon gesehen. Ist auf jeden Fall extrem krasser Spieler. Zweite Deutsche, der jetzt in den Solos qualifiziert ist. Schub kenne ich auch nicht. Twitch TV Core Gaming habe ich schon mal gehört. Ich weiß jetzt aber nicht genau, woher er kommt. The Wakey noch, der auch relativ lange in den höheren Plätzen war. LOL Boom habe ich wirklich die ganze Zeit gar nicht gesehen. Secret Domentos klingt noch ein bisschen besser. Secret Clan ist ja auch der Clan von Mongral und Secret Milan. Und als neunter, ganz, ganz knapp, Atlantis Lecce. Extrem krasser Spieler, früher im Apo-Clan, jetzt eben halt schon im Atlantis-Clan. Controller-Spieler, extrem krass, aber eben halt nur auf 9. Platz. Nur die besten 8 kommen weiter. Hier unten dann auch noch Beehive, Chinken auf dem 15. Konfetti auf dem 16. Savage auf dem 19. Benji Fischer auf dem 25. Und es waren eigentlich die höchsten. Mitro auch ziemlich hoch. Also sehr, sehr viele Spieler. Penta Legends auch sehr, sehr hoch im Ranking. Sehr viele Spieler, die bekannt sind, den höheren Punkten. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Video wieder ein. Und bis dahin, ciao.